Wann bist du angekommen? Was machst du hier? Hey, ich dachte, du würdest dich freuen, mich zu sehen. Ja, natürlich freue ich mich, aber ich verstehe es nicht. Ich musste wegen einer Besprechung kommen und habe darum gebeten, sie vorzuverlegen. Celine hat es verstanden. Wir werden beide von hier aus arbeiten. Wie lange wirst du bleiben? 3 Tage und ich fliege wieder nach New York zurück. Nach Tokio zurück. Du bist für 3 Tage hergeflogen? Ich denke lieber, dass es 72 Stunden mit dir zusammen sind. Und ich werde sie maximal ausnutzen. Du bist verrückt. Um die Welt zu fliegen, nur um mich zu sehen. Gibt es einen besseren Grund? Lass uns feiern. Wir haben uns einen besonderen Abend verdient. Ja, das haben sie wirklich. Ich kann nicht glauben, dass Adam hier ist. Es ist unser erster Abend nach langer Zeit. Was soll ich anziehen? Nee, ich werde ganz einfach die Klamotten von immer anlassen. Uha. Jetzt geht's hier los, Thor. Wow, in diesem Kleid fühle ich mich wie eine Diva. Allerdings. Alter Schwede. Das ist zweifellos die beste Option. Ja, beste Option. Ja, ja, genau. Okay, das hatte Linda Born auch schon mal an. Sorry, wenn ich das so sage. Einfach und schlicht. Aber ist das nicht ein bisschen zu fad? Verführerisch. Ohne zu viel zu zeigen. Ich werde ihm Lust auf mehr machen. Ach so. Das mit den Punkten, das was die... Okay. Glitzer, Beinausschnitt, Dekolleté. Dieses Kleid hat einfach alles. Genau, ich mach das andere. Ich muss mich ja nicht obersexy zurecht machen, um Spaß zu haben. Genau. So. Da werde ich nichts Besseres finden. Mission erfüllt. Guck mal, er hat ja auch nur sein Baseballjacke und so an. Er hat sich auch noch nicht mal schick gemacht. Warum soll sie sich andauernd immer schick machen? Und ich muss dafür Diamanten bezahlen. Das muss ja auch nicht sein. Was war das für eine Nachricht, die du mir geschickt hast über Ubaldi? Heben wir uns das Thema bis morgen auf. Heute nichts über die Arbeit. Du hast recht. Lass es uns genießen, zusammen zu sein. Ich habe New York vermisst. Den Park, das Essen, deine Freundin. Ist es nötig, das zu erwähnen? In Tokio ist mir bewusst geworden, dass diese ganze Zeit... Entschuldige, rede weiter. Nein, rede du, ich habe dich unterbrochen. Nein, wirklich, rede du weiter. Ich habe all deine Kleinigkeiten vermisst. Zusammen frühstücken, dich nach Feierabend zu sehen. Aus der Ferne bekommt alles einen anderen Wert. Ja, jetzt werde ich mir bewusst, wie schön das Leben mit dir war. War? Nein, rede nicht in der Vergangenheit. Das Leben zusammen ist schön, wunderschön. Du hast recht, entschuldige. Ich liebe dich so sehr. Ich dich auch. Oh. Endlich, hurra! Mir wurden die Eintrittskarten bestätigt. Mach dich bereit, Jesse. Wir haben heute eine super Party. Was für eine Party? Von wem? Wo? Du wirst schon sehen. Es wird ein unvergesslicher Abend werden. Wir werden tanzen, trinken und danach werden wir unsere eigene Party haben. Bist du bereit
für eine einzigartige Nacht mit deinem Freund. Oh nein, ich muss gleich, war ja klar. Adam und du werdet so feurig sein wie noch nie. Und die nächste Folge ist dann wieder eine Sache, wo du die ganz dringend brauchst. Und das Problem ist immer, mache ich das oder mache ich das nicht? Boah, das ist immer echt schwierig. Eigentlich würde ich das gerne machen, aber die nächste Nachricht könnte ja schon wieder was Krasses sein. Also die nächste Diamantenentscheidung könnte ja schon wieder was sein, was du lieber machen möchtest, würdest. Oh, shit. Weil dann kann ich nämlich die nächsten Nachrichten gar nicht machen, weißt du? Dann kann ich... Oh, ist doch wieder echt beschissen gerade. Echt beschissen. Also ich würde das ganz gerne nehmen. Aber... Ich weiß nicht, was ich tue. Aber egal. Ich bin mehr als bereit, Süßer. Und du? Bist du bereit? Wow. Als wenn die gerade Salz und Pfeffer in die Suppe packen. Salz hier noch rein, da noch Zucker. Zucker auch noch rein, genau. Hast du in Tokio Tanzstunden genommen? Diese Bewegungen sind neu. Nein, aber ich habe das Kamasutra studiert. Habe ich was Falsches gesagt? Das ist aus Indien, nicht aus Japan. Und glaubst du vielleicht, dass man das in Japan nicht studieren kann? Ich könnte dich zu Hause unterrichten, wenn du willst. Das wäre schön. Ich bin eine sehr fleißige Schülerin. Ja, wir studieren gleich das Kamasutra, alles klar. Mhm. Ja, viel Spaß beim Untersuchen. Nein, beim... Oh Gott. Ich mach mal weiter. Das wird gleich peinlich, aber egal. Ich hoffe, du bist nicht müde von der Reise. Mein Körper geht immer noch nach der japanischen Uhrzeit. Theoretisch ist bei mir gerade Mittag. Ich werde noch eine ganze Weile voller Energie sein. Oh Gott. Tja, und jetzt? Adam in New York? Wie unglaublich. Bist du glücklich? Ja, natürlich. Dieser Mann ist ein Romantiker. Ja, ja. Gio antwortet nicht. Wie seltsam. Was ist wohl gestern Abend passiert, als sie nach Hause gekommen ist? Und Ubaldi taucht nicht auf. Konzentriere dich lieber auf deine Arbeit, Jesse. Ganz ehrlich. Großmutter, hast du die Schrimps besorgen können, um die ich dich gebeten habe? Hallo Süße. Adam, so ein Schreck. Ich habe dich nicht reinkommen hören. Was machst du hier? Ich habe nicht viel Zeit und ich will sie mit dir verbringen. Geht es dir gut? Du sahst so zerstreut aus. Nein, gar nicht. Ich war sehr konzentriert. Wie geht es denn der nachbarlichen Konkurrenz? Was soll ich tun? Ihm von Ubaldi erzählen? Na klar. Adam hasst es, dass ich Ubaldi so viel Aufmerksamkeit schenke. Nein, ich erzähle ihm davon. Das soll er wissen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber ich habe entdeckt, dass ich viele Waffen habe. Ich habe mir überlegt, die Speisekarte zu ändern. Du bist unglaublich kreativ. Oh ja, das bin ich. Ich habe ein neues Gericht im Kopf und will es noch heute ausprobieren. Ich liebe es, meine Freundin in Aktion zu sehen. Kannst du einen Assistenten gebrauchen? Ich muss schnell was mit dem Nachbarn besprechen. Ich bin gleich wieder da. Geh ruhig. Ich warte hier. Was ist los?
das ihr noch nicht geöffnet habt. Ich glaube nicht, dass das ihre Angelegenheit ist. Der Krieg ist vorbei, Renzo. Du kannst deine Waffen niederlegen. Es läuft jetzt viel besser mit Ubaldi. Oder jedenfalls nicht so schlecht. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich mache mir Sorgen um seine Tochter. Was ist passiert? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin auch besorgt. Ich rufe ihn schon seit in der Frühe an und bekomme keine Antwort. Ne? Ich bin sogar zu ihm nach Hause gefahren, aber es war niemand da. Wie seltsam. Das ist es. Heute ist ein bedeutsamer Tag. Heute kommt ein gewisser Leonardo zum Abendessen ins Restaurant. Leonardo, der Influencer? Er hat 3 Millionen Follower. Ja, ich kenne mich mit dem Internet nicht so gut aus. Aber Herr Ubaldi war ganz begeistert. Das ist der neue Guru der Gastronomie. Er sagt an, welches Restaurant in Mode ist und welches nicht. Eine schlechte Kritik von ihm und man geht für immer unter. Oh weh, ich verstehe gar nicht, Gios verschwindet. Was? Baldi öffnet das Restaurant nicht? Wo steckst du, Ubaldi? Bist du in Ordnung? Was ist los, Jesse? Giovanna ist gestern von zu Hause abgehauen. Ich habe sie gefunden und habe sie nach Hause zu ihrem Vater zurückgeschickt. Warum machst du dir also Sorgen? Weil heute niemand der beiden aufgetaucht ist. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du würdest dieses Mädchen treffen, aber ich verstehe nicht. Du hast immer nur schlecht über Ubaldi geredet. Und jetzt machst du dir Sorgen darum, wie es ihm geht? Ich habe ihn ein bisschen besser kennengelernt. Und er ist nicht so böse, wie es aussah. Doch ist er bestimmt. Er hat schlechte Manieren. Ja. Aber er hat sich immer um seine Tochter gekümmert. Ich habe auch etwas über Ubaldi gelernt. Dank Celine. Celine kennt ihn? Ja, und ich habe herausgefunden, warum ein seiner Restaurants in Rom geschlossen hat. Warum? Erzähl. Es war von einem Tag auf den anderen Tag, einfach einen Tag, und viele Leute wurden arbeitslos. Vielleicht hatte er keine andere Wahl. Ubaldi ist eine dunkle Persönlichkeit, Jesse. Er hat 1 Million schwere Versicherung in Anspruch genommen und hat seine Investoren auflaufen lassen. Ich will niemanden vorschnell verurteilen. Il Boccaccio hat geschlossen. Fällt dir nichts auf? Und wenn er verschwunden ist und wenn die Leute wegen ihm wieder ohne Arbeit dastehen? Nein, das ist unmöglich. Wie kannst du dir so schnell, so sicher sein? Ich weiß nicht, ich glaube es nicht. Wir müssen Anzeige erstatten. Wir müssen alle warnen. Glaubst du nicht, dass du vielleicht übertreibst? Ubaldi hat dir Kunden weggenommen, dir ein Gericht geklaut. Er hat ein unsauberes Spiel gespielt. Und du verteidigst ihn noch? Was brauchst du noch, um zu merken, was das für eine Art Mensch ist? Hey? Bittest du ihn zu vertrauen? Du streitest mit ihm. Nein. Streiten ist keine Lösung. Beruhige dich und vertraue mir. Wie soll ich mich da beruhigen, wenn du keine Anzeige erstatten willst?
dann werde ich es selbst tun. Bitte, Adam, tu es nicht. Ich muss los, es ist wegen der Arbeit. Wir reden nachher weiter. Tschüss. Eieieiei, da kommt wieder Freude auf, ey. Entschuldige, dass du so eilig kommen musstest, aber Jack hat uns das Interview im letzten Moment bestätigt. Keine Sorge, er ist einer meiner Lieblings-Baseballer. Und die Eile war es wert. Das Interview war hervorragend. Du bist irgendwie seltsam. Ist etwas passiert? Ich hatte ein nicht so erbauliches Treffen mit Jesse. Ich habe dich überzeugt, alles zurückzulassen, bis hierher zu fliegen. Und wozu? Die Dinge zwischen uns laufen immer schlechter. Das ist logisch. Durch die Distanz sieht man Dinge, die man vorher nicht sehen konnte. Es wird sich schon alles einpendeln. Hab Geduld. Wir sind nur für 3 Tage gekommen, Celine. Wie soll ich mir das da Geduld nützlich sein? Apropos, es gab eine Planänderung. Schlechte Neuigkeiten? Nein, nein, ich weiß, wie wichtig es für dich ist, bei deiner Freundin zu sein. Deshalb habe ich beantragt, mehr Zeit hier zu verbringen. Wir werden schon sehen, wie es weitergeht. Wow, Celine. Ich kann nicht glauben, dass du das für mich getan hast. Ob hier oder dort, mir ist das egal. Ich bin sowieso ständig auf Reisen. Wir haben in Tokio viel Spaß gehabt. Ich hoffe, das wird hier genauso sein oder besser. Ich habe Herrn Obaldi den ganzen Tag nicht erreichen können. Aber wenigstens habe ich diesen Leonardo eine Nachricht schicken können. Naja, mein Neffe hat das gemacht. Ich verstehe nichts vom Internet. Zum Glück wäre er gekommen und es wäre geschlossen gewesen. Er hätte euch eine vernichtende Kritik geschrieben. Ich konnte es auf morgen Abend verschieben. Ich hoffe, dass Herr Obaldi vorher auftauchen wird. Ich habe nur einmal erlebt, dass er einfach so verschwunden ist. Und das war, weil etwas sehr Schlimmes passiert war. Der Brand. Renzo, Sie haben in Rom für ihn gearbeitet, stimmt's? Ja. Wie war das, als das Restaurant geschlossen wurde? War das von einem Moment auf den anderen? Gab es Probleme mit der Versicherung? Ja, gab es. Aber jetzt will ich Sie etwas fragen. Warum interessieren Sie sich so sehr für das Leben Ihres Nachbarn? Ich sah ihn in Schwierigkeiten wegen seiner Tochter. Und ich bin da nicht gleichgültig. Ich bin nicht diese Art von Mensch. Ja, Ubaldi bedeutet mir was? Was? Nein. Das ist die Wahrheit. Ist daran etwas Schlechtes? Ich verstehe. Sobald ich etwas Neues weiß, sage ich Ihnen Bescheid. Danke, ehrlich. Was macht sie? Ich danke Ihnen für Ihre Sorgen. Oh oh. Adam, du warst hier. Ich habe alles gehört, Jesse. Und ich will die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Von was redest du? Als ich in Tokio war, hast du über nichts anderes als Ubaldi geredet. Ich wollte nicht streiten und habe nichts dazu gesagt, aber ich kann nicht länger schweigen. Und jetzt muss ich eine Diamantentscheidung machen, wa? Du kennst alle Probleme, die ich wegen ihm hatte. Es ist nur die Konkurrenz? Ist da noch mehr? Ich habe mich deshalb fast verrückt gemacht. Jetzt, wo du mir
gegenüberstehst, will ich, dass du mir die Wahrheit sagst. Und jetzt muss ich mit dir meine Entscheidung geben und kann nicht antworten. Was ist mit dir und Ubaldi, Jesse? Oh, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn jetzt noch ein Diamantenschein gewesen wäre. Ja, ich würde mir vorstellen, was mit Ubaldi haben. Nein, ich hasse ihn. Und nein, ich hasse ihn wäre die Diamantenentscheidung. Das wäre jetzt krass gewesen. Ja, ich würde mal sagen, das werden wir aber in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe nicht so früh mit der Diamantenentscheidung, weil die habe ich nicht. Ich weiß nicht warum. Manchmal, ich hätte mir die Diamanten auch sparen können. Ich hätte vielleicht ins Bett gehen sollen oder so, wo ich die Diamantenentscheidung gemacht habe mit der Feier und so. Weil da war ja nichts. Da war nur einfach dieses Rumgetanze und da mehr war nicht. Was soll das? Dann finde ich lieber mehr Sachen raus über Ubaldi oder über ihre Tochter, über seine Tochter, Entschuldigung. Dann decke ich lieber andere Sachen auf, anstatt da mit ihm da, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt läuft es gerade nicht so gut für Adam und Jesse. Mal gucken, ob es in der nächsten Folge besser wird. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Rezept für die Liebe. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denn und ciao.